Dann darf ich Sie herzlich willkommen heißen. Schönen guten Morgen, herzlich willkommen hier im Saal 4. Mein Name ist Bettina Kerschbaumer. Ich darf Sie durch das E-Day-Programm hier im Saal 4 begleiten. Und wir starten den Tag mit dem Thema Recht im E-Business, beziehungsweise wie Sie darauf schauen können, dass bei Ihren virtuellen Geschäften auch so wirklich alles mit rechten Dingen zugeht. Wir werden aber dann nach den ersten beiden Vorträgen einmal einen ziemlich drastischen Themenwechsel und Szenenwechsel vollführen, kümmern uns dann nämlich im dritten Teil dieses Themenblocks um die Social Media Trends und werden dieses Thema daher ein bisschen mehr aus der Marketingperspektive eines Unternehmens beleuchten. Das Muster dieser Themenblöcke ist im Grunde genommen immer gleich. Also wir werden uns für zu jedem Thema mal 20-minütigen Impuls holen, bevor wir dann auch noch die Gelegenheit haben, 10 Minuten in einer anschließenden Fragerunde an den Referenten heranzutreten mit unseren Fragen, vielleicht auch Erfahrungen zum Thema. Also schonen Sie ihn nicht. Ich glaube, ich darf auch für die Referenten sprechen, wenn ich sage, wir freuen uns hier auf Ihre Fragen, sehr gerne auf Ihre Erfahrungen. Diskutieren Sie da gerne auch mit, bringen Sie sich gerne ein. Ja, eigentlich sollte es so sein und es fängt gleich mit einer Ausnahme an, denn der erste Vortragende, der nahtlos anschließt an das Drachenthema, das wir schon in der Keynote hatten, der ist tatsächlich leider Gottes so schwer erkrankt, dass die Stimme komplett weg ist. Und das ist sogar bei einer so innovativen Veranstaltung wie dem IDE noch immer ein wirklich richtiges Problem. Aber es wäre nicht der IDE, wenn es dafür nicht auch wiederum eine richtig gute Lösung gäbe, denn er hat uns einen Film geschickt, ein Video, mit dem er auf sein Thema eingehen möchte. Und statt ihm ist halt jetzt eben sein virtuelles alter Ego da. Auch wenn wir auf ihn direkt nicht zugreifen können, so können wir aber auf jeden Fall seine Inhalte genießen. Das, was ich zu ihm noch sagen möchte, es ist Dr. Kai Renli, der uns diese Inhalte zusammengestellt hat. Er leitet den Studiengang Film, TV und Medienproduktion an der Fachhochschule des BFI Wien und er leitet unter anderem auch die Rechtsabteilung einer Wiener Animationsfirma, kann daher mit den Drachentötern ganz gut umgehen und daher auch sein Titel, also sein Vortrag Drachentöter gebraucht, gebrauchtes Drachentöterschwert günstig abzugeben. Welche rechtlichen Aspekte sollten denn beim Handel mit virtuellen Gütern bedacht werden. Und ich würde sagen, springen wir hinein ins Thema. Ich darf die Regie bitten, Video ab. Ja, einen schönen guten Tag auch von meiner Seite. Mein Name ist Kai Arendi. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts, weil ich auch heute leider nur virtuell bei Ihnen sein kann. Das hat persönliche Gründe, tut mir auch sehr leid, aber ich hoffe, ich kann auf diesem Wege Ihnen einen recht spannenden Vortrag anbieten. Ja, worum geht es? Es geht um das Drachentöterschwert, das gebraucht verkauft wird und vielleicht haben Sie auch schon mal sowas erlebt. Das Rechtsgebiet, worin wir uns befinden, könnte man den Vortrag eigentlich auch nennen, die digitalen Inhalte im Fernabsatzrecht. Klingt jetzt nicht ganz so spannend, aber ich erzähle Ihnen mal, worum es geht und was es mit dem Drachentöterschwert auf sich hat. Ja, wir sind ganz normal natürlich, wenn wir was verkaufen wollen, wir kennen das, vielleicht eine Zeitungsanzeige, wir wollen ein Auto verkaufen. Gut, in dem speziellen Fall hier wird oft gestritten, ob das überhaupt ein Auto ist, aber gehen wir mal davon aus, dass wir es als Auto bewerten und wenn Sie das auf der Straße sehen und da hängt ein Zettel dran und da steht drauf zu verkaufen und Sie werden sich handelseinig, dann stellt das ja eigentlich in der Regel kein Problem dar und jeder weiß auch, wie die Spielregeln in diesem Fall aussehen. Das Gleiche gilt eigentlich auch für solche Fälle Internetkauf. Also wenn Sie jetzt auf einer Plattform oder auf einer Autoseite sehen, dass dort ein Auto verkauft wird, dann kann man natürlich auch dort zuschlagen. Wir kennen das bei eBay, da gab es natürlich auch die berühmten Fälle mit dem Tablet, das bestellt wurde und wo dann nur Papierschnipsel oder Holzschnipsel drin waren, aber mehr oder weniger ist das inzwischen auch gelöst und auch hier sind die Spielregeln bekannt, also auch hier ist eigentlich kein Problem mehr drin. Wie schaut das jetzt aus bei virtuellen Sachen? Wie schaut das jetzt aus bei einem virtuellen Auto?
auch hier die Leute, die ja, sich in virtuellen Umgebungen oder Welten auskennen, die werden jetzt sagen, naja, aber das ist ja das Beispiel, was er da jetzt bringt, das ist ja uralt. Ja, das stimmt auch, aber es zeigt die Problematik. Wir haben als erstes hier mal plötzlich eine andere Währung. Wir sind momentan hier da damals noch in Lindendollar. Wir müssen das schon mal umrechnen in eine Währung, mit der wir nicht jetzt in den Supermarkt gehen und einkaufen. Das Zweite, was auffällt, ist, wir haben hier unten plötzlich Permissions. Wir haben dort Auflagen. Da steht, was wir alles mit diesem Auto machen dürfen. Wir dürfen es kopieren, wir dürfen es aber nicht verändern, wir dürfen es auch nicht irgendwohin transferieren. Die Frage ist jetzt, naja, wenn ich das Auto auf der Straße kaufe, dann kann ich da was einen neuen Auspuff dran bauen, ich kann da einen Spoiler dran bauen, ich kann das mit neuen Reifen ausstatten. Ich kann eigentlich alles machen damit, was ich will. Und das müsste uns doch jetzt eigentlich zu denken geben, warum das in diesem Fall nicht so ist. Deswegen müssen wir erstmal stoppen und uns überlegen, was ist hier anders? Fakt ist, wir sind hier nicht mehr im Sachenrecht drin, wie beim klassischen Autokauf, sondern weil wir wirklich mit Einsen und Nullen handeln, sind wir hier im Urheberrecht drin oder vielleicht nicht. Das müssen wir jetzt in weiterer Folge erstmal klären. Schauen wir uns mal dieses Drachentöter-Schwert genauer an. Warum ist es, habe ich das Drachentöter-Schwert gewählt? Games oder Spiele machen mittlerweile 90% des mit Apps erzielten Umsatzes aus. Das sind Zahlen, die vielleicht jetzt immer ein bisschen zu hinterfragen sind, aber mehr oder weniger kann man sagen, die Hausnummer wird wohl stimmen. Jeder darf sich selber mal fragen, ob er am Handy spielt, sei es in der U-Bahn, sei es zu Hause. Oder ob die Kinder das machen oder wenn der Verwandtschaft damit gespielt wird. Und ich glaube, jeder wird da irgendwo fündig werden. Und das Zweite ist, auch 98% der Umsätze werden direkt aus In-App-Käufen erzielt. Das ergibt auch eine gewisse Logik, nachdem der App Store normalerweise ja, wie wir wissen, 30% mitschneidet. Und 30% für einfach einstellen, da werden viele Anbieter sagen, naja, die verdienen ja eh schon Geld, wenn ich meine App dort einstelle. Aber jetzt möchte ich selber verdienen und deswegen verkaufe ich nur noch aus meiner App heraus. Gut. Wie schaut das aus? Also das Drachentöter-Schwert oder beziehungsweise dieses virtuelle Auto, heutzutage kommt es meistens so daher. Das heißt, wir haben irgendeine kleine App, die plötzlich sagt, naja, hier, schau dir das mal an, du kannst auch schneller hier durchgehen durch das Spiel oder du kannst auch noch mehr Erfolg haben oder noch tollere Ausrüstung kaufen. Also wir bieten dir an, kauf doch mal ein paar Münzen und wir sehen auch hier die Preise, das ist jetzt aus dem amerikanischen App Store. Also bis zu $200 könnten wir hier locker loswerden mit einem Klick. Das sind ja jetzt keine Bagatellbeträge mehr. Auch sowas hier, wir können auch Tokens kaufen, großen Sack mit Tokens oder eine ganze Schatztruhe. Und auch hier gehen die Preise dann bis zu 70 Pfund drauf. Also auch hier sind wir nicht mehr wirklich bei dem Lutscher aus dem kleinen Laden. Viele werden auch diese Donuts kennen, aus einem berühmten Spiel. Auch das hat schon für Ärger gesorgt. Auch so kann sowas ausschauen. Und nicht zuletzt natürlich, das ist jetzt sind wir ein bisschen aus den Apps draußen, sondern ganz normal in der Spielewelt drin. Das berühmte Drachentöter-Schwert. Es gibt eine. Viele werden das vielleicht kennen, eine Episode von South Park, wo das Sword of the Thousand Truths beschworen wird. Auch das ist rechtlich ganz interessant anzuschauen und das werden wir jetzt in weiterer Folge tun. Ja, wir haben hier Premium Currency natürlich, das müssen wir auch noch erwähnen. Es handelt sich da um das Geschäftsmodell, also alle, die es anbieten, werden sagen, naja, das ist ja mittlerweile Standard, dass wir hier Freemium-Modelle haben. Also das Spiel ist frei zu erwerben und dann mit Premium-Währung kann man das sozusagen schneller durchspielen oder erfolgreicher oder ja. Und dazu muss man natürlich dann echtes Geld investieren und das machen auch große Anbieter natürlich gar nicht so unerfolgreich. Also wir reden hier von einem Markt, der doch einige Milliarden Euro ausmacht. Weltweit natürlich. Es gibt allerdings auch, wir haben gesagt, es gibt ein paar Probleme damit. Mittlerweile die Spielregeln sind noch nicht ganz so sicher. Also,
Wir haben gelesen, dass die Schlümpfe für ein finanzielles Desaster gesorgt haben, weil irgendwer dort zu viele Schlumpfbären eingekauft hat. Hat es ins Handelsblatt immerhin geschafft. Wir wissen, dass auch dort einige da Schabernack treiben, dass man Geld dafür bezahlt, dass man prominent gereiht wird in den App Stores und dass da kleinere Anbieter gar nicht mehr mitkommen, weil sie sich das gar nicht leisten können oder dass es eine schwere Investition ist, um überhaupt dort Aufmerksamkeit zu bekommen. Das ist aber weniger heute unser Thema, aber soll auch nicht unerwähnt bleiben. Abzocke mit dem Smartphone, also eben hier das Geschäftsmodell, das wir früher als diese Abo-Fallen kennen, hat sich auch in die Smartphone-Welt verlagert. Das heißt, auch hier haben wir die gleichen Abzock-Sachen, wo plötzlich dann die Kreditkarte mit Sachen belastet wird, die wir nicht kennen. Oder wo wir uns wundern, wo das herkommt. Ja, und hier wieder zu den berühmten Donuts zurück, die wir vorhin schon angesprochen haben. Also hier haben wir eine Familie, die schauen jetzt nicht so happy drein, weil plötzlich kam eine 1000-Pfund-Rechnung nach Hause, weil der Sohnemann ein paar Donuts gekauft hat und der Herr Papa das anscheinend zahlen durfte. Auch hier sieht man also von einer Willensübereinstimmung sind wir anscheinend weit entfernt, weil allzu happy schauen die mit ihrem Kauf jetzt nicht aus. Und das sind dann Sachen, die man sich natürlich auch aus verbraucherrechtlicher Sicht genauer anschauen sollte. Wer ist denn aber überhaupt jetzt Stakeholder? Wer macht da jetzt mit? Das müssen wir uns jetzt mal anschauen, damit wir sehen, wo sind die Zielgruppen und wer muss hier auf was aufpassen. Also als erstes haben wir natürlich, gehen wir chronologisch vor, Leute, die das Spiel entwickeln, die dann vielleicht bei so einem Barcamp sind, wie wir das hier sehen, oder vielleicht auch einfach in ihrem stillen Kämmerlein sitzen. Jeder, wie er das mag, aber wir haben mal die Entwickler auf der einen Seite. Dann muss natürlich irgendjemand das Spiel auch herausbringen. Das ist in der Regel ein Publisher. Was aber sein kann, ist, dass Entwickler und Publisher mittlerweile immer mehr ein und dasselbe sind, weil natürlich viele Entwickler sagen, Entschuldigung, Publisher ist mir zu teuer. Außerdem die Vertriebsmodelle, ich muss das ja im Endeffekt nur in einen App Store oder in einen Google Play oder wo auch immer hinstellen. Und das kann ich ja wohl auch allein machen, auf den Knopf drücken. Also ich bin alles in einem. Aber wen wollen wir damit erreichen? Also App Store-Betreiber hier nochmal. Da müssen wir das Ding einstellen, damit es die folgende Gruppe erreichen kann. Die Konsumenten, also alle, die wir hier unter anderem auch sitzen vielleicht. Vielleicht sind aber auch viele Entwickler oder Publisher hier im Publikum. Also jeder holt sich jetzt bitte die Rolle sozusagen, oder ordnet sich der Rolle zu, die für ihn zutrifft. Wir sehen aber auch noch was Besonderes hier. Wir sehen diese Gruppe hier, das sind die kleinen Konsumenten und die haben natürlich ein ganz besonderes Schutzbedürfnis, weil das sind diejenigen, die dann im Endeffekt diese hohen Rechnungen verursachen meistens, weil die auf einen Knopf drücken, denken, jetzt habe ich ein paar Donuts gekauft, aber weniger verstehen, dass jetzt da vom Vater die 1000 Pfund abgebucht werden, was dann oft für zu Hause für Gesprächsbedarf sorgt und da sind halt viele Fälle bekannt. Wo halt nicht ganz klar war, wer zahlt das denn jetzt eigentlich? Gut, schauen wir mal weiter. Was für rechtliche Fragestellungen ergeben sich denn da jetzt raus? Also erstmal, wer ist denn jeweils Vertragspartner, damit ich klären kann, wen muss ich denn überhaupt in Anspruch nehmen oder zwischen wem werden die Verträge abgeschlossen? Dann als zweites, gibt es da nicht irgendwo gesetzliche Rahmenbedingungen? Schützt mich da wer, auch vielleicht als App Store Betreiber, weil wenn ich dort als App Anbieter, Entschuldigung, dass ich sage, naja, Entschuldigung, die Leute, wenn die da auf den Knopf drücken, dann sollen die ja gefälligst aufpassen, was sie da tun und Eltern sollen bitte auch aufpassen, was ihre Kinder da an dem Gerät treiben und wenn die jetzt da für 1000 € irgendwelche Premium-Währung kaufen, sind sie ja wohl selber schuld, also gibt es da irgendwelche Spielregeln und wenn ja, wie schauen die denn überhaupt aus? Was bedeutet das für mich als Entwickler eben? Was bedeutet das für mich als Publisher, als App Store Betreiber, als Konsument oder auch als Elternteil? Schauen wir uns das mal schnell an. Also, Entwickler und Publisher haben logischerweise einen Vertrag, sollten zumindest einen haben und er sollte auch eigentlich schriftlich aufgesetzt sein und folgende Punkte sollten da enthalten sein. Also, es ist ein zivilrechtlicher Vertrag, da ist vor allem diese Chain of Title, also die wirksame Rechteübertragung, wichtig, damit eben derjenige, der das dann einstellt, nicht später ein böses Erwachen hat, weil da einer ankommt und sagt: Entschuldigung, ich habe dir überhaupt nicht das Recht eingeräumt, dass du diese.
Dem aufmerksamen Zuhörer wird nicht entgangen sein, dass da was nicht stimmt, gell? Wem ist aufgefallen? Ja, ne, habe ich mir gedacht. Irgendwie bin ich jetzt noch, noch falsch oder so. So, also manchmal ist real ja doch besser als virtuell, ja? Aber wir bemühen uns um Lösung. Die Sache ist die, also wir haben ein File bekommen, da ist Ton und Bild in einem verpackt. Wir können uns also auch nicht einmal trennen voneinander. Und nachdem der Herr Rendli nicht da ist, können wir das jetzt nicht einmal im herkömmlichen Sinne lösen. Aber was wir jetzt tun, ist, dass wir versuchen, die Präsentation von der Stimme so zu extrahieren, dass wir dann so mitklicken, wie es halt halbwegs Sinn macht. Daher, ich bitte Sie in allem angemessenen Rahmen um Ihr Verständnis, dass wir da jetzt das versuchen, einfach noch zu lösen. Jungs, sagt mir mal, wie es euch geht. Ja, die sind ziemlich hektisch da hinten und nicken und schütteln den Kopf. Okay, gut. Also ich darf Ihnen ein, zwei Minuten Pause gönnen, Durchschnaufpause. Und wir spielen die Präsentation gleich wieder ab und klicken dann so mit, dass es dann hoffentlich passt. Und der Herr Rendli möge es uns vergeben, dass wir hoffentlich jetzt auch die richtigen Inhalte mit der richtigen Stimme zusammenbringen. Und ja, wer sich vielleicht zwischendurch kurz ein Glas Getränk holen möchte, sei jetzt herzlich eingeladen. Ich bin sicher, wir sind in 60 Sekunden sind wir wieder so weit und machen dann einfach dort weiter, wo wir jetzt unterbrochen haben. Bis gleich, erfrischen Sie sich, wir sehen uns gleich hier wieder. Improvisation at its best, aber halten Sie mal bitte alle die Daumen, die kollektive Energie, die Schwarmenergie sozusagen, die wird uns jetzt helfen, das Ganze wieder zu retten. Also Jungs, Energy is with you. Go, schauen wir mal. Oder vielleicht auch einfach in Ihrem stillen Kämmerlein sitzen, jeder wie er das mag, aber wir haben mal die Entwickler auf der einen Seite. Dann muss natürlich irgendjemand das Spiel auch herausbringen. Das ist in der Regel ein Publisher. Was aber sein kann, ist, dass Entwickler und Publisher mittlerweile immer mehr ein und dasselbe sind, weil natürlich viele Entwickler sagen, Entschuldigung, Publisher ist mir zu teuer. Außerdem die Vertriebsmodelle, ich muss das ja im Endeffekt nur in einen App Store oder in einen Google Play oder wo auch immer hinstellen. Und das kann ich ja wohl auch allein machen, auf den Knopf drücken. Also ich bin alles in einem. Aber wen wollen wir damit erreichen? Also App Store-Betreiber hier nochmal. Da müssen wir das Ding einstellen, damit es die folgende Gruppe erreichen kann. Die Konsumenten, also alle, die wir hier unter anderem auch sitzen vielleicht. Vielleicht sind aber auch viele Entwickler oder Publisher hier im Publikum. Also jeder holt sich jetzt bitte die Rolle sozusagen, oder ordnet sich der Rolle zu, die für ihn zutrifft. Wir sehen aber auch noch was Besonderes hier. Wir sehen diese Gruppe hier, das sind die kleinen Konsumenten und die haben natürlich ein ganz besonderes Schutzbedürfnis.
Weil das sind diejenigen, die dann im Endeffekt diese hohen Rechnungen verursachen meistens, weil die auf einen Knopf drücken, denken, jetzt habe ich ein paar Donuts gekauft, aber weniger verstehen, dass jetzt da vom Vater die 1000 Pfund abgebucht werden, was dann oft für zu Hause für Gesprächsbedarf sorgt. Und da sind halt viele Fälle bekannt, wo halt nicht ganz klar war, wer zahlt das denn jetzt eigentlich. Gut, schauen wir mal weiter. Was für rechtliche Fragestellungen ergeben sich denn da jetzt raus? Also erstmal, wer ist denn jeweils Vertragspartner, damit ich klären kann, wen muss ich denn überhaupt in Anspruch nehmen oder zwischen wem werden die Verträge abgeschlossen? Dann als zweites, gibt es da nicht irgendwo gesetzliche Rahmenbedingungen? Schützt mich da wer? Auch vielleicht als App Store-Betreiber, weil wenn ich dort als App-Anbieter, Entschuldigung, dass ich sage, naja, Entschuldigung, die Leute, wenn die da auf den Knopf drücken, dann sollen die ja gefälligst aufpassen, was sie da tun. Und Eltern sollen bitte auch aufpassen, was ihre Kinder da an dem Gerät treiben. Und wenn die jetzt da für 1000 Euro irgendwelche Premium-Währung kaufen, sind sie ja wohl selber schuld. Also gibt es da irgendwelche Spielregeln? Und wenn ja, wie schauen die denn überhaupt aus? Was bedeutet das für mich als Entwickler eben? Was bedeutet das für mich als Publisher, als App Store-Betreiber, als Konsument oder auch als Elternteil? Schauen wir uns das mal schnell an. Also, Entwickler und Publisher haben logischerweise einen Vertrag, sollten zumindest einen haben, und er sollte auch eigentlich schriftlich aufgesetzt sein und folgende Punkte sollten da enthalten sein. Also, es ist ein zivilrechtlicher Vertrag, da ist vor allem diese Chain of Title, also die wirksame Rechteübertragung wichtig, damit eben derjenige, der das dann einstellt, nicht später ein böses Erwachen hat, weil da einer ankommt und sagt: Entschuldigung, ich habe dir überhaupt nicht das Recht eingeräumt, dass du die Sache da irgendwo zur Verfügung stellst. Und deswegen ist es hier dringend anzuraten, den Rechtsbeistand des Vertrauens zu fragen, damit das eben auch sauber passiert. Auch dort gibt es immer wieder neue Spielregeln. Die wissen aber in der Regel, wie die ausschauen. Und das sollte man ganz am Anfang machen, um ein böses Erwachen zu vermeiden. So, dann haben wir die berühmten EUSAs, die EULAs, End User License Agreements, Terms of Use, Terms of Service. Im Endeffekt handelt es sich ganz normal um AGB. Die mehr oder weniger die Spielregeln festgeben, weil da, wir kennen das alle, ich gehe einfach mal davon aus, dass ein Großteil der hier im Raum Anwesenden einfach auf Agree klickt, ich stimme zu, ich gehöre selber dazu. Man hat einfach weder die Lust noch die Zeit, die Sprache ist auch nicht sehr attraktiv, da einfach das sich durchzulesen. Gut. Das ist auch der Vertrag, den der App Store-Betreiber mit den Publishern hat, dieses End-User-License Agreement, weil die sagen einfach, unsere Spielregeln sind so, wenn du deine App da einstellen willst, dann hast du dich danach zu richten. Und im Endeffekt gilt das gleiche Spielchen dann aber auch gegenüber den Konsumenten, weil die sagen, also wenn du bei uns einkaufst, dann musst du diesen AGB zustimmen. Also auch dort haben wir wieder die Euler. So. Jetzt ist aber so, dass es eben seit einiger Zeit die Stimme gibt, naja, wir brauchen aber auch mehr Schutz für diese Leute und dann müssen neue Spielregeln her. Und jetzt gibt es eben eine neue Verbraucherrichtlinie, die gibt es schon relativ lang, darauf, dass sich der österreichische Staat ein bisschen Zeit gelassen hat, das Ganze ins Gesetz zu formen, gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein, das ist schon ausreichend passiert. Nichtsdestotrotz gilt das Ganze seit letztem Jahr und es gibt eben auch ein neues Gesetz über Fernabsatzgeschäfte oder Geschäfte, die außerhalb von Geschäftsräumlichkeiten geschlossen werden. Und jetzt schauen wir mal an, was denn sich da geändert hat. Also, als erstes, wir haben die Verbraucherrechte-Richtlinie im Umsetzungsgesetz. Was ist da passiert? Fernabsatzverträge und vor allem, wir wollen ja unser Drachentöterschwert verkaufen. Wir müssen mal schauen, was die digitalen Inhalte da für Regeln haben. Also, wenn digitale Inhalte körperlich vorliegen, also als CD, DVD, USB-Stick und dergleichen, dann sind das Waren körperlich und wir haben einen Kaufvertrag. Eigentlich kein Problem, haben wir gelöst. Aber wir haben ein nicht so körperliches Drachentöterschwert. Deswegen digitale Inhalte nicht körperlich. Das kann Download oder Stream sein. Kein Kauf- oder Dienstleistungsvertrag, sondern das neue Gesetz sagt, das ist ein Vertrag sui generis, also eine ganz neue Spielwiese und auch noch nicht endgültig geklärt, wie das ausgeformt ist.
kann ich Ihnen leider noch keine Antwort drauf geben. Aber wo kann ich Ihnen eine Antwort drauf geben? Wir müssen Leute viel besser informieren. Was steht da drin? Also, Paragraph 4 sagt zum Beispiel in seiner Zahl 17, gegebenenfalls die Funktionsweise digitaler Inhalte einschließlich anwendbarer technischer Schutzmaßnahmen für solche Inhalte bekannt geben. Das ist relativ neu, weil das bringt natürlich einiges mit sich. Und hier sind natürlich auch die Techniker angesprochen, die sagen, naja, was muss ich denn da jetzt alles sagen? Naja, Versionsnummern wären gut, mit welchem Betriebssystem, ab wann läuft das? All das muss ich jetzt bekannt geben, bevor sozusagen der Vertrag abgeschlossen wird. Und auch weiter unten, wir sehen, dass die Interoperabilität, wo kann ich denn mein Schwert überall einsetzen? Kann ich das dann auch vielleicht mit in eine andere App nehmen? Wie wir wissen, wahrscheinlich eher nicht. Schauen wir uns das mal an. Also, wenn wir das am Computer nutzen, Bereitstellung der Informationen an den Verbraucher in einem gesonderten Fenster, das ist, kennen wir von den seriösen Anbietern auch, und Bestätigung der Bestellung ebenfalls in diesem Fenster, ist jetzt nicht besonders neu, aber bitte darauf achten, wenn man sowas anbietet, dass man das tut. Wenn man das am Smartphone anbietet, jetzt sind wir wieder bei den Apps, dann wird das ein bisschen leichter für den M-Commerce. Da reichen sozusagen die wesentlichen Merkmale, Identitäten, Kontaktdaten, Gesamtpreis, auch wie schaut das mit dem Widerrufsrecht aus. Aber andere Informationen können auch, das sagt das Gesetz, in anderer geeigneter Weise erteilt werden. Da kann man zum Beispiel einen Link auf eine Webseite geben. Das ist ja auch nicht ganz unlogisch, dass man sagt, naja, da kann man sich das dann in Ruhe durchlesen. So. Was es aber auch spannend ist, Funktionalität. Wir haben es vorhin angesprochen. Also Sprache, Dauer, Größe, Dateityp, Zugangstyp, welche Zugangsbeschränkungen liegen vor und auch welche Tracking-Informationen. Und hier sind jetzt die Datenschutz-Spezialisten angefragt. Also was speichert das Ding im Hintergrund auf? Wir wissen, das machen nicht alle, aber es ist vom Gesetz vorgesehen, das soll alles da sein. Darüber hinaus macht es uns das Gesetz aber nicht ganz so einfach, weil auch weitere Informationspflichten, die wir bisher vielleicht auch schon kennen, also aus dem E-Commerce-Gesetz, aus dem Unternehmensgesetzbuch oder auch aus dem Medienrecht, die bleiben weiter aufrecht, die müssen wir weiter beachten. Wie schaut es mit Widerrufrecht aus? Also, bitte keine Voranstellung verwenden im Sinne von, naja, die Checkbox ist ja eh schon angeklickt, wir waren so nett. Das wird nicht als gültig erachtet, sondern der Verbraucher muss aktiv den Widerruf ausschließen. Es gibt einen Beispielsatz, der hier aufgeführt ist, der von einer Richtlinie, also von einem Vorschlag kommt, der von der Kommission auch herausgegeben wurde, wie sowas aussehen könnte. Und was aber auch ein Anhang aus dem Gesetz ist, ist die Widerrufsbelehrung, die aber für uns nicht viel Sinn macht, weil wir wollen ja digitale Inhalte handeln und in dem Fall ist es vorbei, wo sozusagen der Stream anfängt. Also in dem Moment können wir es natürlich nicht wieder zurückgeben, weil sich dann das ja schon auf unserem Smartphone oder auf unserem Rechner befindet. Also hier sind wir sozusagen nur bei körperlichen Waren. Ja, Konsumentenschutz auch ganz wichtig, ist die Buttonlösung, also auch nicht ein Okay oder ein, naja, könnte man eventuell bestellen, sondern das muss ganz klar hervorgehen. Also da wird gesagt, wenn da draufsteht, zahlungspflichtig bestellen, dann weiß der normale Konsument, dass er jetzt in dem Moment Geld ausgeben wird und dann kommt auch der Vertrag ordentlich zustande. Also es wird entweder zahlungspflichtig bestellen, da ist man auf der sicheren Seite. Wenn man sagt, das mag ich nicht, dann muss es eine entsprechend eindeutige Formulierung sein. Weil die Konsequenz ist, wenn das nicht erfüllt ist, dann ist der Verbraucher an den Vertrag oder seine Bestellung gar nicht erst gebunden. Das heißt, da ist der Vertrag nicht zustande gekommen und wir als Anbieter bleiben auf unserer Ware sitzen und sehen auch kein Geld. Wollen wir ja nicht. Das Weitere, es gibt ein Urteil vom deutschen BGH, wo gesagt wurde, naja, da war genau das Thema, das gesagt wurde, hier kann man seinen Charakter pimpen. Und dann wurde aufgefordert, dass man doch bitte da sich bestimmte Items holen soll. Da hat der BGH gesagt, naja, so klar ist das jetzt aber nicht, dass damit ein Kauf verbunden ist. Das ist sozusagen Werbung, also das richtete sich auch nach den Regeln des unlauteren Wettbewerbs. Und so geht es nicht. Also ungültig, das wollen wir ja nicht.
Letztlich muss man hier auch noch sagen, wenn wir jetzt an die kleinen Konsumenten denken, also 50% der von Kindern am liebsten besuchten Webseiten enthält Werbung oder werbliche Botschaften. Das ist schon eine ganze Menge, weil das natürlich auch eine, ja, sehr kaufkräftige Zielgruppe ist. Aber von diesen Werbeangeboten, die die da bekommen, nur 18% der Kinder von 6 bis 11 Jahren sind in der Lage, das als Werbebotschaften zu identifizieren. Das ist von einem renommierten Institut in Deutschland herausgefunden worden. Also da können wir mal glauben, dass das so ist. Wer das anschauen will, da unten ist der Link. Da kann man sich das dann die Studie genauer durchlesen. Und auch das sollte man irgendwie mitbedenken. Was bedeutet das jetzt aber also für uns? Wenn wir Entwickler oder Publisher oder beides sind, müssen wir erstmal sagen, also die Verantwortlichkeiten im Vertrag sollen abgegrenzt werden, vor allem was die In-App-Käufe betrifft, damit klar ist, wer ist denn Vertragspartner? Ist das jetzt eben der App-Store-Betreiber oder ist das jetzt auch der Entwickler oder ist es der Publisher? Wer macht das? Das muss geklärt werden. Technische Fragestellungen, also gerade was die Interoperabilität betrifft, das wird ja gefordert, bitte schon bei Projektbeginn klären. Wie schaut das aus? Wie ist die Information zu implementieren? Wie schaut das mit dieser Buttonlösung aus? Das sind auch oft technische Fragen und wenn ich dann später drauf komme, ach, das brauche ich ja auch noch, dann muss ich sozusagen nacharbeiten und das kann ja auch teuer werden. Man soll sich oft auch selbst fragen, was ist denn überhaupt fair und vertretbar? Also dieses reasonable, wovon die englische Rechtssprache gern spricht. Also den berühmten Hausverstand einschalten, nicht verkehrt. Auch hier bitte, ich habe es schon angesprochen, fundierte Rechtsberatung, dringend angeraten. Ich bin selber kein Anwalt, deswegen kann ich jetzt hier Werbung machen. Ich werde auch dafür nicht bezahlt. Ich würde es auf jeden Fall empfehlen. In Bezug auf Konsumenten natürlich die Informationspflichten beachten. Wir kennen das aus Deutschland, dass da ein Abmahnwesen ja, sehr erfolgreich betrieben wird. Das haben wir hier zum Glück noch nicht, aber heißt ja nicht, dass das nicht irgendwann kommt. Wird gefordert, also bitte drauf aufpassen. Auch hier wieder Aufklärung, was das Widerrufsrecht betrifft. Die Funktionsweise haben wir schon erläutert, eben. Wie schaut es aus? Kann ich mein Schwert jetzt mitnehmen oder nicht? Und bitte auch noch bedenken, wenn Sie was anbieten, digitale Inhalte kennen keine Grenzen. Das heißt, nur weil ich vielleicht in Österreich keine Probleme kriege, kann ich in meinem deutschen App Store durchaus Probleme bekommen, weil eben auch ich dort geklagt werden kann. Ja, abschließend, was kann man mitnehmen? Also, wir wollen ja nicht, dass solche Sachen die Runde machen. Also, hier gibt es den berühmten Fall von Apple, der schon mal 32,5 Millionen mussten die zurückzahlen, weil es eben Kindern zu leicht gemacht wurde. Und das sind natürlich 32,5 Millionen, die dann eben in der Kasse fehlen, weil irgendwann will Apple das wahrscheinlich dann auch von den Anbietern zurückhaben. Und deswegen Aufklärungspflichten, was ist jetzt Ingame-Währung, wo ist Paid-Content, wird immer wichtiger. Daran sollte man denken, damit man da eben nicht später mal eine kleine Rücklage auflösen muss. Eulers. Diese AGB, Terms of Use, wie auch immer die heißen, die bleiben natürlich wesentliche Faktoren. Damit wird versucht, die Spielregeln festzustellen, das ist ganz klar. In der Praxis oft ist es sehr weit entfernt von den rechtlichen Anforderungen. Wir sehen das nicht zuletzt jetzt an der Diskrepanz von den Datenschutzeinstellungen von Facebook und Co., wo sich oft einfach nicht an nationales Recht gehalten wird, aber auch die Sanktionen da, ja, ich sag mal, verbesserungsbedürftig sind. Ein kleiner Seitenmark, aus persönlicher Sicht muss ich schon loswerden. Also der Erschöpfungsgrundsatz soll heute nicht Thema sein, aber wer sich den mal näher anschaut, das ist absolut nicht rechtssicher geklärt. Es gibt genug Urteile zu Usesoft, es gibt auch neuere Urteile dazu, aber da sind noch sehr viele Fragen offen. Und im Endeffekt ist so ein Drachentöterschwert auch nichts anderes als gebrauchte Software irgendwann, die ich ja eben verkaufen will. Und darum drehte sich ja eigentlich auch die Anfangsfrage. Was heißt das jetzt für uns? Naja, kann ich es verkaufen oder nicht? In der Regel werde ich sagen, ich kann es wahrscheinlich nicht verkaufen, weil in meinen AGB oder in meinen Terms of Use drinstehen wird, dass ich kein Recht habe, das zu verkaufen. Jetzt ist in letzter Zeit das eben gestärkt worden, dass man sagt, naja, also muss man eigentlich schon verkaufen können. Da wird noch viel passieren, aber ich muss mich fragen, sehr salopp, ist mein Schwert überhaupt mit dem Drachen noch kompatibel? Weil vielleicht hat sich der ja mittlerweile geändert.
Vielleicht ist er größer geworden, vielleicht ist er gefährlicher geworden, vielleicht ist mein Schwert gar nichts mehr wert. Das sind leider Fragen, die ich hier in diesem Rahmen gar nicht beantworten kann, sondern es wird die Zeit bringen. Ich kann nur sagen, ja, das sind die Problemstellungen, vor denen wir momentan stehen. Ein Teil von den neuen Regeln habe ich angesprochen und ja, ich sage vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen wunderschönen E-Day. Leider stehe ich für Fragen persönlich nicht zur Verfügung, aber wenn Sie welche haben, ich bin natürlich über Twitter oder über E-Mail erreichbar und werde dann mein Bestes versuchen, hier nachzuarbeiten. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und nicht wundern, ich muss jetzt die Aufnahme abbrechen, deswegen wird der Bildschirm sich jetzt verkleinern. Schönen Tag noch. Ich weiß, dass da jetzt zwei Herren wirklich richtig ins Schwitzen gekommen sind, die dann aus einer alten Präsentation, die sie noch hatten, mit der Tonspur von Brezi jetzt versucht haben, das Ganze doch noch zu retten. Und ich habe mich gefragt, ob sich diese beiden Herren gerade einen Applaus verdient haben. Was meinen Sie? Danke, Jungs.